Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Simon the Sorcerer. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, wir brauchen Wasser für die Bohnen des Dorftrottels. Was für eine Einleitung. Sonst, ich weiß nicht mehr, woher wir das Wasser bekommen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass er so ein Wasser nehmen könnte. Willkommen in Naismith, der Apothekertaverne. Ihre Nummer 1 für Liebestränke, Allheilmittel und Dreh. Oh, du bist es. Okay, ich wollte eigentlich beim Druiden reinschauen, ob es hier Wasser gibt, aber anscheinend auch nicht. Komm, wir ärgern ihn mal ein bisschen. Wenn du glaubst, dass du hier Hilfe bekommst, dann hast du dich geschnitten. War nur ein Witz. Okay, ich habe einen ganz besonderen Trank für dich vorbereitet. Es ist aber ein Sammlerstück und du darfst ihn nur im äußersten Notfall benutzen. Was genau bewirkt er? Ich weiß nicht. Er kommt aus einer anderen Dimension. Einer meiner Kollegen hat ihn mir mitgebracht. Er ist inzwischen pensioniert worden, der Arme. Er kam zurück und erzählte nur noch von Hasen und Teepartys und solchem Zeug. Sehr seltsame Angelegenheit. Ich nehm's. Eine Bedingung hätte ich aber noch. Aha, das übliche Kleingedruckte. Wenn du den Trank haben willst, musst du mir erst etwas besorgen. Ich brauche ein bestimmtes Kraut, um meinen Zustand als Frosch kontrollieren zu können. Es heißt Froschfluch. Meine Quellen besagen, dass es nur an einem Ort namens Schädelinsel gefunden werden kann. Wenn du es findest, kannst du den Trank haben. Haben wir ein... Okay, ich glaube, mir fehlt ein Ort. Mir fällt gerade was ein, wo er das gerade hier mit dem Trank erzählt. Hol's, Fröschchen! Danke. Ich glaube, du willst jetzt den Trank haben. Bitte sehr! Ich trenne mich aber nur ungern davon. Dafür trenne ich mich nur ungern vom Froschfluch. Ich verstehe. Okay. Hallo mal wieder. Hallo. Nun, man sieht sich. Und tschüss. Da steht Trink mich drauf. Ja, der macht uns klein. Wie er schon sagte, Teeparty mit Hasen, Alice im Wunderland. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass sie hier sogar ein Duell mit einer Hexe haben. Und ich glaube, das mit dem Wasser aus dem Sumpf holen ist eigentlich im zweiten Teil. Ich bin, ja, ist lange her, ich erinnere mich an viele Sachen, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Bei der großen Kreuzung, da haben wir alles gesehen. Beim Zentrum haben wir alles gesehen. Bei den Holzwürmern sind wir noch nicht nach Süden gegangen. Und bei den Holzwürmern kommen wir von der großen Kreuzung, wenn wir dort nach Süden gehen, hin. Okay, dann muss ich nochmal die Karte nutzen. Also die große Kreuzung. Da Kreuzungen. Süden, ja. Was war denn jetzt hier Süden? War das hier der Süden, den ich meine? Ja, ich meine ja. Nee. Osten. Ach Quatsch, ich hab grad bei der ganz anderen Kreuzung geguckt. Nordosten Schlucht. Das heißt, da müsste es zu den... Nein, ich bin total falsch. Ich bin bei der großen Kreuzung hier, Zentrum des Waldes. Ich war gerade bei der falschen Kreuzung, Leute. Zentrum des Waldes. Geht's nach Westen zum Paläontologen. Und wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu der großen Kreuzung, wie ich meine. Genau, und hier im Süden geht es zu den Holzwürmern. Ich war bei der falschen. Okay. Hä?
Genau, hier war der Baba. Hier in den Süden. Meine Güte. Ja, man muss sich hier im Wald doch so ein bisschen Notizen machen. Genau, hier haben wir den großen Baumstumpf. Gleich kommen wir beim kleinen vorbei und dort sind wir noch nicht nach Süden gegangen. Osten kommen wir zur Trollbrücke. Also müssen wir hier runter. Ein Wolf. Hier sind wir definitiv noch nicht gewesen. Okay. Jawohl, okay. Dann benutzen wir mal den Griff. Sieh an, ein Eimer Wasser. Und konnten wir hier auch... Ich klopfe besser vorher an. Keiner zu Hause. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Mäuseloch, schwarze Katze, Laterne. Drehrad. Ich glaube, den Besen brauchten wir. Das wird der Bewohnerin nicht gefallen, dass sie den Besen klaut. Oh meine Güte! Oh meine Güte! Habt ihr noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Ich bin ein Zauberer. Ich bestehle, wen ich will. Oh ja? Jawohl. Oh ja? Ja. Du willst wohl mit mir kämpfen, was? Willst du ein Zauberer-Duell? Okay, ich bin dabei. Du bist ja noch nicht mal ein richtiger Zauberer. Oh, hau ab oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Ja, Gnefrau. Okay, gegen sie können wir erst antreten, wenn wir wirklich Zauberer sind. Puh, das war knapp. Gütige Hexe. So, jetzt müssen wir zum Dorfdepp. Wo war der Dorfdepp? Bei der Kreuzung, die ich vorher angewählt hatte, im Nordwesten, also hier. Hast du das Wasser? Ich habe es tatsächlich. Gut, dann gieße es auf die Samen. Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt hier die Bone. Und ich glaube, die müssen wir auf dem Komposthaufen hinter Kalypsos Haus verwenden. Ach, das Hexenhäuschen ist auch ein Schnellreisepunkt. Gott, ich glaube, wir haben damit schon fast alle. So, jetzt erstmal zurück in Kalypso oder zu Kalypsos Haus. Hallo, lieber Schmied. Dann benutzen wir die Bohnen mit dem Kompost. Wow, das muss ein guter Kompost sein. So, dann haben wir jetzt eine Wassermelone. Und ich glaube, die brauchen wir beim Sausefohn. Wo kommen wir da nochmal hin? Habe ich auch aufgeschrieben. Bei der großen Kreuzung gehen wir mal zur Eule. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ah,
Jetzt kommen wir wieder hier hin. Wären wir anders wohl schneller gewesen. Und hier nach Osten gehen. Das ist ein Glückstag. Ich besitze zufälligerweise eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. Ich mache es dir blitzschnell wieder einsatzbereit. Wirklich? Sicher. Gib mir nur eine Stunde für dein kostbares Stück. Und damit können wir nämlich den schlafenden Riesen zwar nicht wecken, aber bewirken, dass er den Baum holt. So, jetzt kommen wir weiter. Sehr gut. Na, schau die Statue auch an. Das ist eine Statue einer Pygmäenkriegerin. Vorsicht, leicht entzündliche Substanzen. Mein Gott! Es ist ein echter Drache! Nun, was hattest du in einer Drachenhöhle erwartet? Das geschieht nicht wirklich. Ich würde an deiner Stelle nicht hier bleiben. Ich habe eine fürchterliche Erkältung und kann meinen Niesen nicht kontrollieren. Zum Glück trage ich meine Asbestunterwäsche. Wir haben noch den Erkältungstrank. Das ist einfach nur dumm. So. Aufwachen, Herr Drache! Was zur Hölle tue ich hier? Ich möchte ihn nicht aufwecken. Mit dem Feuerlöscher können wir einpacken. Konnten wir nicht auch irgendwie... Ich gehe nicht an ihm vorbei. Wenn er aufwacht, bin ich wieder Toast. Ah, Moment. Konnten wir nicht mit dem Haken... hier den Felsen hoch, irgendwie sowas, und von oben das Gold stehlen mittels des Magneten, glaube ich, auch wenn das unlogisch ist. Ich habe nichts, um es herunterzulassen. Ah, Moment, Moment, Moment. Das ist verrückt. Jeder weiß, dass Gold nicht magnetisch ist. Haben wir jetzt. Sechsundzwanzig Goldstücke.
Okay. Wir wissen zwar noch nicht, was wir kaufen müssen, aber ich glaube, hier konnte man sich jetzt immer wieder Gold nachholen. Und da hinten scheint es auch weiter zu gehen. Mann, das ist ein interessanter Stein! Ach, Moment, Moment. Ich glaube, den brauchen wir für den Paläontologen. Mittendrin steckt ein Fossil. Ja, wunderbar. Okay, wo war der Paläontologe? Der Paläontologe, der war, wenn wir zum Zentrum des Waldes gehen. Im Westen, so langsam kommen wir voran. Das Hexenhaus, das haben wir halt bis dato noch nicht gefunden gehabt. Und mit dem Wasser, naja, durch die Melone und das alles. Okay. Fang! Was ist das? Das müssen Sie mir sagen. Sie sind der Experte. Sieht für mich aus wie ein Stein. Da ist ein Fossil drin. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm es zurück und hole das Fossil raus. Na klar. Ah, Moment, das weiß ich auch noch, wie das ging. Ich erinnere mich wirklich erstaunlicherweise an sehr viel hier. Haben wir das Fossil. Fang! Ich kann das nicht glauben. Das ist ein sehr seltenes Exemplar. Es ist eine Amöbe aus der Kreidezeit. Das könnte es sein. Werde ich nun so reich und berühmt wie Sie? Natürlich, natürlich. Sage mir nur, woher du es hast. In den Craggy-Bergen. Ich habe meinen Metalldetektor dort. Exzellent. Ich muss sofort dorthin reisen. Ich muss nur meine Sachen zusammenpacken. Okay. Hilfe! Hilfe! 110! Was will ich mit Dreck? War da nichts? Mithril mit drin? Zum Teufel! Ich möchte nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Er wäre bestimmt nicht erfreut, mich zu sehen. Ich habe die Schaufel abgebrochen. Ich meine, Milritz. Ich meine hier Milritz bei, nicht Mithril, jetzt sag ich auch schon. Ich habe das Seil vergessen mit... Ein Haufen Dreck, ausgegraben von Dr. Henry Jones. Hier liegt auch ein wenig Milrit-Erz herum. Ich hasse den Jungen. Warte, bis ich den Bengel in die Finger kriege. So, damit müssen wir jetzt zum Holzfäller. Im Zentrum des hier Waldes gibt es keine nach Fossilien. Osten. Wir kommen gut voran, Leute. Wusste ich doch. Es war zu schön, um wahr zu sein. Das ist einfach nur dumm. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Das ist einfach nur dumm. Moin, Holzfäller! Oh, hallo. Erfolg gehabt. Nun, ich habe das hier gefunden. Genial. Sicher ist es Milrit. Jetzt muss nur noch ein Axtkopf daraus gemacht werden. Und was meinst du, wie ich das machen soll? Frage doch den Schmied im Dorf. Warum kannst du das nicht machen? Ich fürchte, wir werden uns nicht mehr ansehen. Warum das? Ich habe sein Bier verschüttet. Aha. Wie soll ich jetzt weiter? Okay.
Okay, also nochmal zum Schmied. Kannst du damit etwas anfangen? Ich kann vieles mit so einem Metall anfangen. Gut, ich benötige einen Axtkopf. Kein Problem. Solange ich die Reste behalten darf. Sicher. Man sieht sich. Es ging ein bisschen schnell, wa? Warum habe ich nicht auf meine Mutter? Das glaube ich nicht. Die Glücksfee muss mir heute gut gesinnt sein. Ich probiere es sofort aus. Passt auf, Bäume, hier komme ich. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier bei ihm umschauen. Steigeisen nehmen wir mal mit. Kamin und Haken. Selbst ich bin nicht dumm genug, das auszuprobieren. Ich liebe solche Sachen. Zum Glück haben wir schon den Feuerlöscher. Rosenholz, Mahagoni, wir brauchen Mahagoni für die Holzwürmer. Ich mag Mahagoni. Leute, ich glaube, im heutigen Video werden wir zum Zauberer. So, Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. Das ist einfach nur dumm. Wieso? Wir haben doch. Wo sind denn die Holzwürmer? Ich glaube, wir müssen noch. Das ist einfach nur dumm. Hast du denn dieses Mahagoni schon? In der Tat. Ich habe es. Holzwürmer! Attacke! Das war wunderbar! Ziemlich gemütlich in diesem Boot, was? Woher soll ich das wissen? Würdest du nicht, wenn wir hier eine Weile drin bleiben? Die Aussicht ist echt besser als in diesem Stumpf. Null Problemo. Wenn du uns brauchst, ruf einfach, okay? Na gut. So, und die brauchten wir jetzt, beim Schloss. Genau. Da hatten wir ja die Holzbretter auf dem Boden und damit können wir nämlich durchs Holz, dank den Holzwürmern.
Okay, Jungs. Jetzt seid ihr mal dran, mir einen Gefallen zu tun. Null Problemo. Ich kann hier nicht herunter. Es ist zu tief. Wir haben doch eine Leiter. Wie seltsam. Voller Bandagen. Seltsam. War knapp. Aber er hat ja den... Keil. Was können wir denn nochmal machen, um jetzt an den Stab zu kommen? Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Ich habe sowas schon mal in Comics gesehen. Tja. Ein Haufen Schmutz und Bandagen. Damit haben wir den Zauberstab. Können wir hier vorne jetzt eigentlich auch das Tor öffnen? Ach, das ist schon offen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ins Dorf. Ging es hier rechts zur Kneipe? Ich glaube ja. Wunderbar. So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, ich wäre der Ostwind. Hast du den Stab bekommen? Jo. Hast du? Genau hier in meinem Hut. Ich kann das nicht glauben. Der Junge lügt. Nein, ich habe ihn wirklich. Zeig ihn uns. Richtig. Haben wir die... Nun, mir scheint, wir haben den Jungen unterschätzt. Und jetzt macht ihr mich zum Zauberer, richtig? Es sind erst noch einige Formalitäten zu klären. Könntest du bitte diese Fragen beantworten? Name? Gandalf. Danke. Jetzt musst du nur noch die Abonnementprämie leisten und dann bist du ein Zauberer. Abonnementprämie? Ja, nur 30 Goldstücke für Junior-Mitglieder. Ich habe aber gar kein Geld. Schade, aber dann kannst du kein Zauberer werden. Wartet hier, ich finde euer Geld. Dafür brauchen wir Geld. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Laut führen! Gut, ach, die Drachenhöhle ist auch ein Schnellreisepunkt. Gut, dann gehen wir da nochmal hin. Und angeln uns noch mal ein bisschen Gold. Jetzt 34 Goldstücke. Ja, das dürfte reichen, aber ich glaube, ich guck mal, wie viel man hier rausholen kann. Noch ein bisschen Gold auf Tasche zu haben, kann ja nicht schaden.
Geduld. Ja, ich glaube, wenn wir das bei den Zauberern dann in der Kneipe dann auch erledigt haben, werde ich das Video beenden. Wir sind jetzt bei über einer halben Stunde. Ich nutze aber die Gelegenheit hier noch. Das war nicht viel für einen Drachenhort. Ach, das war schon alles. Holt er jetzt überhaupt noch was raus? Nee, da ist nichts mehr dran. Das war nicht viel für einen Drachenhort. Das heißt, wir haben jetzt 42 Goldstücke. 42, okay. Das heißt, danach hätten wir immer noch 12 Goldstücke über. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Da ist doch eigentlich noch Gold. Die Drachenhöhle und ein Haufen Goldstücke. Aber die können wir wohl nicht mehr nehmen. Naja, egal. Ich weiß nicht, wofür wir noch Gold brauchen, aber wir können auf jeden Fall schon mal das Abonnement bezahlen. Das, ja, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen abgezockt hier, ne? Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Ich habe euer Geld, Jungs. Wo sind die Münzen? Ich habe 2 Shows, 2 Punks und einen Kong. Hier sind sie. 30 Goldstücke in unmarkierten Münzen. Kann ich jetzt ein Zauberer werden? Nun, ich nehme es an. Kraft meines Amtes ernenne ich dich zum Zauberer. Das war's? Ja. Keine Zeremonie? Nein. Keine jubelnde Menge, Konfetti, wilde Orgien, Plakate und auch keine Eiscreme? Normalerweise nicht. Na gut. Du erhältst ein Jungzauberer-Startpaket. Ein Startpaket? Ja, es enthält auch viele schöne Süßigkeiten. Du bekommst einen Stab. Eine Wizkid-Mitgliedsplakette? Eine Wizkid-Feder! Wizkid-Notizpapier. Den Wizkid-Superstartbausatz. Eine Mitgliedskarte. Eine Ausgabe des Wizkid-Magazins jedes Vierteljahr. Und viele andere wundervolle Dinge. Und das alles in dieser kostenlosen Wizkid-Tasche. Vielen Kostenlos. Dank. Ich denke... Bist du jetzt glücklich? Beantwortet mir nur ein paar Fragen. Was passierte mit Kalypso? Wissen wir nicht. Wir wollten ihn sprechen, aber er war nicht hier. Ich wette, Sardit hat etwas damit zu tun. Wer ist Sardit? Er war einst ein mächtiger Zauberer unseres Kreises. Er wurde ausgeschlossen, weil er einige Regeln brach. Welche Regeln hat er gebrochen? Die meisten zu dieser oder jener Zeit. Ich erinnere mich noch an den Ausruf, als er Regel 137 brach. Was besagt die Regel 137? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Wir haben nie herausgefunden, woher er die Hühnchen genommen hat. Verstehst du? Okay. Denkt ihr, dass er sich hier herumtreibt? Er treibt sich wohl hier irgendwo herum. Ich bin froh, dass wir jetzt den Stab besitzen und hier heraus können. Wie mächtig ist mächtig? Sehr mächtig. Großartig. Keine weiteren Fragen. Okay. Richtig. Moment. Haben wir... Ich will diesen ganzen Schrott nicht freilassen. Ich glaube nicht, dass das... Das ist mein Wizkid-Club-Mäppchen. Voll mit nutzlosem Zeug. Wie war doch... Okay. Damit sind wir Zauberer. Mehr oder minder. Eigentlich auch nicht mehr als vorher. Wir haben jetzt nur dieses Mäppchen, das besagt, dass wir Zauberer sind. Und wahrscheinlich können wir damit jetzt auch gegen die Hexe antreten im Duell. Ja, okay.
und wir müssen noch mal gucken, wie es oben in den Bergen weitergeht. Aber das Ganze machen wir dann im nächsten Video. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Simon the Sorcerer wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Renne.